Land wollen wir uns die Arbeit kaufen. Lautstark gegen die verschlechterten Arbeitsbedingungen. Und 200 Postbeschäftigte sind heute Vormittag auf die Straße gegangen. Sie haben gegen die Streichung ihrer Zustellungsgebiete demonstriert. Außerdem fordern sie den Stopp von Postauslieferungen durch Tochterunternehmen. Mich stört, dass sie unsere Pakete verkaufen, unsere Pakettouren. Und dahin kämpfen wir. Die werden ja von oben, sagen wir mal, dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie trotzdem arbeiten gehen. Nicht? Und dann heißt es ja, wir schaffen es ja. In Wirklichkeit sieht das gar nicht so aus. Die werden für dumm verkauft. Und uns wurde ja vorher gepredigt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, euch passiert nichts und so weiter. Also die Warenpostler, die stehen hier auf der Straße. Über die anderen Kollegen, die arbeiten, da unterhalten wir uns nicht. Die sind teilweise sehr auf Deutsch, wie wir sagen, verstrahlt. Am 8. Juni hat Verdi damit begonnen, die Postmitarbeiter schrittweise in einen unbefristeten Streik zu schicken. Inzwischen befinden sich deutschlandweit mehr als 32.000 Beschäftigte im Ausstand. Hintergrund sind zwei gescheiterte Verhandlungsrunden zwischen der Deutschen Post AG und der Gewerkschaft. Der Interessenkonflikt ist schon sehr groß. Der Riss, der jetzt das Unternehmen geht, heißt ja, wir spalten das Postpersonal, was die letzten 20 Jahre erfolgreich Arbeit geleistet hat, unter gleichen Rahmenbedingungen. Und die Zukunft soll sein, dass wir auseinanderdividiert werden. Das geht natürlich nicht. Es kann nicht sein, dass so ein Vorstand sich beliebig Tarifverträge aussucht und versucht, die anzuwenden, wo wir doch mit dem Unternehmen als Gewerkschaft, als Arbeitnehmer einen Rahmentarifvertrag haben, der für alle Poster gelten soll und muss. Seit heute laufen die Verhandlungen wieder. Doch bis eine endgültige Entscheidung erzielt ist, geht der unbefristete Streik weiter. Kommt es zu keinen Ergebnissen, wird die Arbeitsniederlegung ausgeweitet.